Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 28, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend positive Entwicklung der Kommunalfinanzen setzt sich fort, Drucksache 19/4921 aus 19, zusammen mit dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Tagesordnungspunkt 40, betreffend schwarz-grüne Kommunalfeindlichkeit trifft Bürgerinnen und Bürger, Drucksache 19/4968 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Reul für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die positive Entwicklung der Kommunalfinanzen setzt sich in Hessen weiter fort. Nicht nur der Bund hat seinen Haushalt im vergangenen Jahr ausgleichen können, sondern auch dem Land und der kommunalen Familie in Hessen ist es gelungen, im letzten Jahr mehr einzunehmen als auszugeben. Einem Großteil der Kommunen, und zwar rund zwei Drittel, ist es gelungen, das letzte Jahr mit einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Insgesamt hatten die Kommunen einen Überschuss, also einen positiven Finanzierungssaldo von über 300 Millionen €. Ein hervorragendes Ergebnis. Die kommunalen Finanzierungsdefizite sind ja seit dem Jahre 2010 sehr deutlich abgebaut worden. Wurden im Jahre 2010 noch ein Defizit von insgesamt über 2,2 Milliarden € ausgewiesen, so war es im Jahre 2016 ein Überschuss von über 300 Millionen €. Ebenfalls eine positive Entwicklung ist bei den Schutzschirmkommunen festzustellen. Diese über 100 Kommunen oder zum Schluss genau 100 Kommunen konnten in Summe einen positiven Finanzierungssaldo von über 140 Millionen Euro erzielen. Bereits 80% der Schutzschirmkommunen sind im Plus. Gerade den besonders konsolidierungsbedürftigen Kommunen ist es dank der eigenen Konsolidierungsanstrengungen und den Schutzschirmhilfen gelungen, eine beachtliche Konsolidierung vorzunehmen. Dazu kommt noch interessanterweise, dass der Anteil der Schutzschirmkommunen mit einem positiven Finanzierungssaldo höher ist als der Anteil bei den sonstigen Kommunen. Bei knapp einem Viertel der Schutzschirmkommunen gelang es sogar mindestens dreimal in Folge, den Haushaltsausgleich zu erreichen und damit das Schutzschirmziel zu erfüllen. Seit 2013 liegt die Ergebnisverbesserung der Schutzschirmkommunen nun insgesamt um 1,2 Milliarden € über den in den Schutzschirmvereinbarungen vorgesehenen Werten. Die Haushaltskonsolidierung ist kein Selbstzweck, sondern ist notwendig für die Bewahrung der finanziellen Handlungsfähigkeit. Es ist wichtig, dass wir auf allen Ebenen an strukturell ausgeglichenen öffentlichen Haushalten arbeiten, im Bund, im Land und in den Kommunen. Wir wollen die finanziellen Lasten nicht immer weiter auf nachfolgende Generationen abwälzen. Ein solch schweres Erbe wollen wir unseren Kindern und Enkeln nicht hinterlassen, sondern wir wollen solide, nachhaltige und generationengerechte öffentliche Haushalte. Dies ist zudem die zwingende Voraussetzung, um die finanziellen Handlungsfähigkeiten auch für die Zukunft zu bewahren. Wir wollen eine Zukunft ohne ständig wachsende Schuldenberge. Dies kann niemand nur durch abstrakte Bekenntnisse zur Haushaltskonsolidierung erreichen. Ausgeglichene Haushalte sind das Ergebnis harter Arbeit. Auch spürbare Belastungen können dabei nicht gänzlich vermieden werden. In den Haushaltsgrundsätzen der Hessischen Gemeindeordnung ist geregelt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter der Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen sein soll. Das ist richtig, und das sollte grundsätzlich unser gemeinsamer Anspruch sein. Ist der Haushalt einer Kommune nicht ausgeglichen, sind grundsätzlich die Ausgaben zu senken und/oder die Einnahmen zu erhöhen, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich erreichen zu können. Hier kann beispielsweise geprüft werden, ob die Aufgabenerledigung effizienter erfolgen kann, also das gleiche Ergebnis mit weniger Kosten erbracht werden kann. Ich nenne dort nur als eine Möglichkeit die interkommunale Zusammenarbeit.
Insgesamt zu diesem Komplex gibt der Landesrechnungshof mit seinen Kommunalberichten regelmäßig sehr wertvolle Anregungen zu den möglichen Effizienzpotenzialen. Ende letzten Jahres stellte der Rechnungshof beispielsweise zu den untersuchten Kommunen fest, ich zitiere, bereits durch Ausschöpfung der aufgezeigten Potenziale in diesen ausgewählten Verwaltungsbereichen ließe sich ohne Einnahmenerhöhung ein Großteil der untersuchten Haushalte auszugleichen. Oder es wäre zu überlegen, ob wirklich alle Leistungen, die bisher durch die Kommunen erbracht werden, tatsächlich in diesem Umfang notwendig sind. Sollte jedoch die Kommune vor Ort zu dem Ergebnis kommen, dass eine Reduzierung der Ausgaben zum Haushaltsausgleich nicht möglich oder nicht gewünscht ist, kann das Ergebnis ja nicht sein, dass die Lücke einfach beliebig lange durch neue Verschuldung geschlossen wird. Es ist notwendig, sich über mögliche Einnahmenpotenziale in so einer Situation Gedanken zu machen. Ferner sollten die Bürger vor Ort die Möglichkeit haben, sich bewusst für einen hohen Leistungsstandard in der Kommune zu entscheiden, mit dem dann auch höhere Kosten und damit auch höhere Steuern einhergehen. Wer die kommunale Selbstverwaltung ernst nimmt, der sollte die Entscheidung darüber, ob vor Ort die Priorität auf der Ausgaben- oder Einnahmenseite zur Erreichung des Haushaltsausgleichs gelegt wird, grundsätzlich den betroffenen Kommunen selbst überlassen. Dies beinhaltet aber nicht, dass die Kommunen vor Ort nicht ihrer Verantwortung gerecht werden, das Nötige zum Haushaltsausgleich zu tun. Zu Recht ist es Aufgabe, auch der Kommunalaufsicht hierauf zu achten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Land unterstützt die Landkreise, Städte und Gemeinden auf vielfältige Weise. Die Konsolidierungserfolge auf kommunaler Ebene sind in erster Linie ein Verdienst der Verantwortlichen vor Ort in den Kommunen, die auf das Erreichte stolz sein können. Das Land unterstützt die Kommunen aber auch im Rahmen seiner Möglichkeiten partnerschaftlich auf dem Weg zu generationengerechten Haushalten. Vor allem erwähne ich an dieser Stelle die maßgebliche Beteiligung des Landes an der Entschuldung der besonders belasteten Kommunen im Rahmen des kommunalen Schutzschirms über 3 Milliarden € aus den Landesmitteln. Der kommunale Finanzausgleich ist auf einem Rekordhoch mit fast 4,6 Milliarden € in diesem Jahr. Insgesamt über 1,7 Milliarden € mehr als noch im Jahre 2010. Zusätzlich kommen Investitionshilfen von Bund und Land für die Umsetzung von Zukunftsinvestitionen in sämtlichen hessischen Landkreisen, Städten und Gemeinden. Ich nenne dazu das Programm KIP I und KIP II, ein Gesamtvolumen von insgesamt 1,5 Milliarden €. Aber was schlägt heute uns die SPD-Fraktion in ihrem heute vorliegenden Antrag vor? Sie zeichnet ein unzutreffendes Zerrbild, das mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie beklagen eine mangelhafte Finanzausstattung. Das ist aber absolut unzutreffend. Richtig ist, der KFA ist auf einer Rekordhöhe und anhand des Bedarfs berechnet. Und das Land leistet über den freiwillig eingeführten Stabilitätsansatz im Jahre 2017 über 1,2 Milliarden € mehr, als sich nach der eigenen Bedarfsberechnung ergibt. Sie behaupten, der kommunale Schutzschirm hat nichts geändert. Dies ist ebenso unzutreffend. Richtig ist, den Schutzschirmkommunen wurden rund 3,2 Milliarden € an Schulden abgenommen. Zudem weisen mittlerweile 80% der Schutzschirmkommunen Überschüsse auf. Und sogar insgesamt 1,2 Milliarden € wurden seit 2013 zusätzlich zu den ohnehin ehrgeizigen Defizitabbauvereinbarungen vermieden. Das heißt, der Schutzschirm wirkt sogar schneller und besser, als man erwarten konnte. Er ist ein großer Erfolg. Sie behaupten in Ihrem Antrag, dass der Defizitausgleich nur durch die gute konjunkturelle Entwicklung, Abgabenerhöhung und Leistungskürzungen erreicht wurden. Es ist korrekt, dass die gute Konjunktur steigende Einnahmen beschert hat, was sehr hilfreich ist. Ebenfalls zutreffend ist, dass viele Kommunen ihre Steuerhebesätze angehoben haben und auch Ausgaben auf den Prüfstand gestellt worden sind, wobei die Hebesätze im Bundesdurchschnitt sehr niedrig waren. Das wissen Sie. Aber auch die gestiegenen KFA-Mittel vom Land helfen selbstverständlich bei der Konsolidierung der Kommunen. Was ist aber dann in den Augen der Opposition die Alternative? Neue Schulden, Herr Schmidt? Zusätzliche finanzielle Mittel vom Land für die Kommunen müssten entweder durch Schulden finanziert oder auch durch Kürzungen bei den Ausgaben bzw. Einnahmenerhöhungen erzielt werden.
Solange Sie aber allen alles versprechen, ohne einen konkreten Finanzierungsvorschlag zu unterbreiten, sind Sie nicht ernst zu nehmen. Ich erinnere auch an die gestern geführte Diskussion zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Wer mehr Belastungen des Haushalts für insgesamt 1 Milliarde € Erhöhung KFA-Mittel, 940 Millionen € für die Kitas, 500 Millionen € sozialer Wohnungsbau, 230 Millionen € Erhöhung der Besoldung, 155 Millionen € Ablehnung Grunderwerbsteuererhöhung, 70 Millionen € für die Grundschullehrer, 39 Millionen € Landesstraßenbau, 22 Millionen € ÖPNV und 21 Millionen € soziale Infrastruktur fordert, in einer Größenordnung von ca. 3 Milliarden € ohne einen einzigen Finanzierungsvorschlag. Der betätigt sich als finanzpolitischer Geisterfahrer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Ich fasse zusammen. Das Land unterstützt partnerschaftlich die Kommunen, unterstützt die positive Entwicklung der Kommunalfinanzen weiterhin. Kollege Reul, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Durch den KFA insgesamt 4,6 Milliarden €. Kommunaler Schutzschirm 3,2 Milliarden €. Kommunale Investitionsprogramm 1 und 2 1,5 Milliarden €. Über 9,3 Milliarden €. Eine riesige Leistung für die Kommunen. Das Land ist ein erfolgreicher Partner der Kommunen. Herzlichen Dank. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schmidt für die SPD-Fraktion. Guten Morgen, Frau Präsidentin. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wieder einmal versucht die CDU mit sehr trügerischen Erfolgsmeldungen von der wahren Lage der hessischen Kommunen abzulenken. Ich frage Sie von der CDU, ich frage Sie, Herr Reul, wo war denn eigentlich Ihr Setzpunkt im Jahre 2009, als das Defizit der hessischen Kommunen 1 Milliarde € betragen hat? Wo war denn Ihr Setzpunkt im Jahre 2010, auch unter Ihrer Regierungszeit, wo das Defizit 2,56 Milliarden € betragen hat? Wo war das Defizit, wo Ihr Setzpunkt im Jahr 2011, wo das Defizit der hessischen Kommunen 2,09 Milliarden € betragen hat? Wo war Ihr Setzpunkt im Jahre 2012, als das Defizit der hessischen Kommunen 1,45 Milliarden € betragen hat? Wo war Ihr Setzpunkt 2013, als das Defizit 758 Millionen € betragen hat? Wo war Ihr Setzpunkt 2014, als das Defizit 60 Millionen € betragen hat? Und, meine Damen und Herren, wo war Ihr Setzpunkt im Jahre 2015, als das Defizit 145 Millionen € betragen hat, meine Damen und Herren? Insgesamt haben Sie alleine seit 2009 als Landesregierung zu verantworten, dass die hessischen Kommunen Defizite in Höhe von 8 Milliarden € vorzuweisen haben. Und da blasen Sie sich von der CDU auf und sagen, diese Landesregierung sei Partner der Kommunen. Sie haben massiv die finanzielle Situation der Kommunen in Hessen verschlechtert, meine Damen und Herren. Kommen wir mal zu den Fakten. Die hessischen Kommunen stecken weiterhin an einem tiefen Schuldental. Stecken weiterhin massiv in einem tiefen Schuldental. Der Generalsekretär der CDU ruft dazwischen, wo ich lebe. Diese Feststellung hat der Hessische Städtetag getroffen, meine Damen und Herren. Die leben nämlich vor Ort. Die wissen es, wie es in hessischen Kommunen geht. Der Hessische Städtetag hat eine Untersuchung vorgelegt unter dem Titel Dokumentation zur Finanzlage der hessischen Kommunen. Diese Dokumentation stammt vom Dezember 2016. Und auf über 50 Seiten wird die Lage der hessischen Kommunen beschrieben.
Und das Ergebnis ist, der kommunale Schuldenstand in Hessen ist trotz Schutzschirm vom Jahr 2011 zum Jahr 2016 um 529 € pro Einwohner gestiegen. Nur im Saarland, nur Saarland kann eine schlechtere Entwicklung vorweisen. Nur das Saarland ist schlechter. Hessen steht an dem zweitschlechtesten Platz, was die Entwicklung der Schulden pro Einwohner trotz Schutzschirm, meine Damen und Herren, betrifft. Mit dem sogenannten Schutzschirm wurden ja nicht einmal annähernd die kommunalen Defizite aufgefangen, die ich eben aufgelistet habe, meine Damen und Herren. Und die kann niemand anders zu verantworten haben als Sie von der CDU. Sie haben in dieser Zeit regiert, Sie haben Verantwortung für die hessischen Kommunen, und Sie sind dieser Verantwortung einfach nicht gerecht geworden. Und ich zitiere weiter, das sind nicht meine Zahlen. Sie müssten doch einmal sagen, Herr Reul, das, was der Hessische Städtetag aufgeschrieben hat, ist Unsinn. Und das ist falsch. Aber das ist ja nicht so, sondern es ist ja auch dort parteiübergreifend verabschiedet worden. Und da wird festgestellt, dass Hessen zudem mit Abstand das schlechteste Ergebnis bei den Kreditmarktschulden und den viertschlechtesten Platz bei den Kassenkrediten hat, meine Damen und Herren. Auch das hat der Städtetag nüchtern festgestellt und mit vielen Tabellen untermauert. Herr Reul, stimmt das oder stimmt das nicht? Sind diese Tabellen falsch oder sind sie nicht falsch? Ich finde, wir sollten einmal einen Faktencheck machen, meine Damen und Herren. Und da kann man sehen, ist die Lage so, wie Sie sie beschrieben haben, oder stimmen die Zahlen des Städtetags, wo festgestellt wird, Hessen ist weit hinten. Meine Damen und Herren, deswegen sage ich Ihnen noch einmal, für Jubelmeldungen gibt es überhaupt keinen Anlass, auch wenn erstmals seit 8 Jahren im Jahre 2016 die Defizite nicht mehr vorhanden sind, sondern es sogar Überschüsse bei den hessischen Kommunen ist. Aber dieses positive Ergebnis hat doch auch rein gar nichts mit der Landesregierung oder mit Hilfen der Landesregierung für die Kommunen zu tun. Vielleicht an einer Stelle, das kann man sagen, vielleicht an einer Stelle hat es etwas mit der Landesregierung zu tun, nämlich mit der Erpressung gegenüber den Kommunen, dass die Steuern und Gebühren erhoben werden sollen. Das ist der einzige nennenswerte Beitrag. Führt aber dazu, dass im Vergleich vor 5 Jahren, im Jahr 2016, die hessischen Bürgerinnen und Bürger 630 Millionen € mehr an kommunalen Steuern haben zahlen müssen als noch vor 5 Jahren. Das macht sich fest an erhöhten Grundsteuern, das macht sich fest an erhöhten Hundesteuern, das macht sich fest an erhöhten Gewerbesteuern, aber auch macht sich das fest an erhöhten Kita-Gebühren, meine Damen und Herren. Das wollen wir einmal nüchtern feststellen. Und, meine Damen und Herren, auch das kann ich vorweisen und Ihnen vorlegen. Das ist eine Untersuchung von Herrn Juncker-Heinrich. Und der stellt fest, dass sich der kommunale Finanzierungssaldo, also die Defizite, seit 2000 in Hessen sich deutlich verschlechtert haben. Hessen hat, das muss man wissen, Hessen hatte im Zeitraum von 1991 bis 2000, das war also noch Regierungszeit Rot-Grün, meine Damen und Herren, Hessen war in dem Zeitraum von 1991 bis 2000, haben die hessischen Kommunen zu den Spitzenreitern gehört, was eine positive Entwicklung bedeutet. Wir haben mit die geringsten Defizite gehabt. Mit den geringsten Defiziten der Kommunen in Deutschland. Mit der Regierungsübernahme der CDU, nachzulegen an dieser Tabelle, ist es ab 2000 gekippt. Und Hessen hat, wenn man das dann sieht, gehört mittlerweile zu den Spitzenreitern, explosionsartig zu den Spitzenreitern bei den kommunalen Defiziten aufgestiegen. Das ist eine nüchterne Feststellung. Meine Damen und Herren, damit müssen Sie sich doch auseinandersetzen. Das muss doch etwas mit Politik zu tun haben. Das kann doch nicht mit kollektiven Versagen der hessischen Kommunen erklärt werden. Das ist doch eine systematische Frage. Und das ist Ihre Verantwortung, meine Damen und Herren. Deswegen stelle ich fest, die CDU hat die gute Position der hessischen Kommunen, die wir Ihnen übergeben haben, diese gute Position als Sozialdemokraten. Ja, das sind die nüchternen Zahlen. Das sind die nüchternen Zahlen. Ja, das gefällt Ihnen nicht, aber das sind die nüchternen Zahlen. Das sind die nüchternen Zahlen. Noch einmal, das ist die Tabelle. Das ist die Tabelle. Ich übergebe sie Ihnen gerne. Das ist die Tabelle von Herrn Juncker-Heinrich zu dem kommunalen Finanzierungsstand im Jahre 1991 bis 2000.
Hessen beste Platz, mit dem besten Platz. Und das ist sozusagen dann, was passiert ist nach dem Jahr 2000 und was unter der CDU-Regierung passiert ist. Deswegen sage ich, Hessen hat die gute Position, die CDU in Hessen hat die gute Position der hessischen Kommunen zerstört, sie von Spitzenreitern zu Absteigern gemacht. Und deswegen sage ich Ihnen, Hessens Kommunen brauchen keine trügerischen Erfolgsmeldungen, sondern sie brauchen mehr Mittel für Investitionen. Alleine der Investitionsbedarf in Hessen beträgt Milliarden. Milliarden müssten investiert werden in Schulen, in Gebäude, in Gebäudesanierungsmaßnahmen, in Sporthallen, in Bäder, in der Sanierung von Spielplätzen, in der Sanierung von vielen Dingen auf diesen Hessen lange und natürlich auch kommunalen Straßen, die lange Zeit liegen geblieben sind, weil die Kommunen gar nicht die finanzielle Ausstattung hatten. Deswegen letzter Satz. Die hessischen Kommunen brauchen endlich echte Hilfe beim Abbau ihrer Altdefizite, meine Damen und Herren. Sie brauchen keinen Schutzschirm, der für die Kommunen faktisch zum Knirps wird und für die Bürgerinnen zum Schlagstock durch Steuer- und Gebührenerhöhungen, sondern sie brauchen echte Hilfe. Echte Hilfe ist von dieser CDU, das hat die Entwicklung der hessischen Kommunalfinanzen gezeigt, ist von dieser CDU nicht zu erwarten. Und Sie von den GRÜNEN müssen sich einmal überlegen, ob Sie diese Politik der CDU mittragen wollen oder nicht. Wir sagen Ihnen, wir haben einen anderen Zugang zu den Kommunen. Frau Goldbach hat mich einmal kritisiert, dass sie gesagt, wir brauchen Empathie. Ihnen fehlt es an Empathie gegenüber der Situation der hessischen Kommunen. Dazu stehe ich, dass man Empathie braucht, um die wahre Lage der hessischen Kommunen erkennen zu können. Deswegen brauchen wir an dieser Stelle echte Hilfe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann hat Herr Schalauske für DIE LINKE das Wort. Also bevor die Debatte jetzt beendet wird, das war jetzt etwas. Dann habe ich das Wort. Ja, das war jetzt etwas überraschend. Ich dachte, wir diskutieren die Lage der hessischen Kommunen etwas intensiver und ausführlicher. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen zeichnet ein völlig verzerrtes Bild der Realität in unseren Kommunen. Sie feiern in Ihrem Entschließungsantrag eine Politik, mit der Sie viele Kommunen in den letzten Jahren zu einer rigiden Kürzungspolitik gezwungen haben, eine Politik, die dazu geführt hat, dass öffentliche Aufgaben nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllt werden können. Und Sie feiern eine Politik, welche die Lebensbedingungen der Menschen in unseren Kommunen spürbar verschlechtert hat. Es ist Ihre Politik, die drastische Kürzungen im Sport- und Kulturbereich zur Folge hatte, wie etwa die Schließung der Kasseler Stadtteilbibliotheken oder auch das Schwimmbadsterben in Hessen. Denken Sie etwa an Städte und Gemeinden, die Sie mit Ihren Kürzungsarien dazu gezwungen haben, nachts sogar die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Es ist Ihre Politik, die man als nichts anderes als kommunalfeindlich bezeichnen kann, die dazu geführt hat, dass in Städten wie etwa Bad Soden-Allendorf und Stauffenberg nachts nicht nur sprichwörtlich die Lichter ausgegangen sind, meine Damen und Herren. Ihre kommunalfeindliche Politik hat dazu geführt, dass den hessischen Bürgerinnen und Bürgern tief in die Tasche gegriffen wurde. Sie haben die Kommunen dazu gezwungen, auf breiter Ebene die Gebühren zu erhöhen, bei Kita, bei Friedhofs-, bei Parkgebühren. Und zynisch wird es dann im Bereich der Friedhofsgebühren, wenn man das so beliebte betriebswirtschaftliche Prinzip, alles muss sich rechnen, der Kostendeckung dann zu Ende denkt. Denn dann kommt man zu der Erkenntnis,
Erkenntnis, auch sterben muss sich wieder rechnen. Das ist das Prinzip der Betriebswirtschaft bis zum Ende gedacht. Denken wir an die exorbitanten Grundsteuererhöhungen, die Familien belastet haben. Denken wir an die Hessentagsstadt Rüsselsheim, wo die Grundsteuer verdoppelt worden ist. Ich erinnere mich an Diskussionen in einer kleinen mittelhessischen Stadt unter dem Schutzschirmdiktat. Da wurde diskutiert, um Geld im städtischen Bauhof zu sparen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Grünflächen selber pflegen sollen. Ja, meine Damen und Herren, da bekommt der Begriff Rasenmähermethode eine ganz neue Bedeutung. Sie tragen die Verantwortung für diese kommunalfeindliche Politik. Sie verharmlosen in Ihrem Antrag die fatalen Folgen. Das, was Sie im Großen als Schuldenbremse und im Kleinen als Schutzschirm beschönigen, das ist und bleibt nichts anderes als ein Kürzungsdiktat. Statt sich hier und heute selbst zu feiern, sollten Sie endlich die Finanzierung der hessischen Kommunen substanziell verbessern. Und all die genannten Maßnahmen, die haben die Bürgerinnen und Bürger empfindlich getroffen. Die haben zwar manche Einnahmen erhöht, aber besser ist deshalb nichts geworden, im Gegenteil. Und es hat doch auch nichts mit Generationen- oder Zukunftsgerechtigkeit zu tun, wenn die Kommunen nicht die notwendigen Leistungen erbringen können für ihre Bürgerinnen und Bürger, wenn nicht genug investiert werden kann. Ja, was haben denn die kommenden Generationen davon, wenn sie in eine kaputte Infrastruktur in den Kommunen lassen? Meine Damen und Herren, teilweise kommen wir einmal zurück in die Kommunen. Man hat ja den Eindruck, Sie haben die Kämmererinnen und Kämmerer dazu gebracht, auch noch den allerkleinsten Beitrag aus Ihrem Haushalt auszupressen, obwohl wir doch alle wissen, dass die Einnahmeentwicklung der Kommunalfinanzen vor allem von zwei Dingen abhängt, von den Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich und von der Gewerbesteuer. Und Sie nennen zwei Zahlen in Ihrem Antrag, die auch das noch einmal deutlich machen. 2010 hatten die Kommunen noch ein Finanzierungsdefizit von 2,2 Milliarden €. Heute, wo die Kommunen insgesamt 1,7 Milliarden € mehr aus dem KFA bekommen, geht es ihnen zugegeben im Durchschnitt nicht mehr ganz so katastrophal wie vorher. Aber dass sie überhaupt in eine solch katastrophale Lage gekommen sind, das ist doch die Politik Ihrer Landesregierung und dieser Mehrheit in diesem Haus. Dass die Kommunen Haushalte dauerhaft über Kassenkredite finanzieren müssen, das ist vor allem die Verantwortung des Landes. Und Sie mögen es ja feiern, dass die Finanzsituation im Durchschnitt nicht mehr ganz so katastrophal ist wie in der Vergangenheit. Aber egal, wie Sie es drehen und wenden, sie bleibt noch immer schlecht. Gerade die Kommunen, die auch jetzt, wo die Gewerbesteuereinnahmen verhältnismäßig hoch sind, es noch immer nicht schaffen, ihre Aufgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Haushalte auszugleichen, die lässt die Landesregierung jetzt im Regen stehen. Sie mögen sich hier über die blumige Prosa ihrer Anträge freuen. Die Menschen in den Städten und Gemeinden, die haben davon aber wenig. Was haben denn die Menschen von Überschüssen, wenn im Schatten von Hochhäusern das Schauspielhaus marode ist? Oder wenn Sie in einer kleineren Gemeinde wohnen, in der man viele öffentliche Leistungen weggekürzt hat und der Haushalt noch immer defizitär ist? Da werden dann weiter Gebühren und Steuern steigen, es werden Leistungen eingeschränkt und öffentliche Einrichtungen geschlossen. Die schönsten Jubelanträge die nützen doch nichts, wenn vor Ort das Geld fehlt für Reparaturen und den laufenden Betrieb. Und da bin ich auch beim Thema Investitionen. Es ist ja schön, dass die Landesregierung eingesehen hat, dass in den kaputt gesparten Kommunen das Geld für Investitionen fehlt. Aber man kann sich doch nicht darüber freuen, dass Sie hier mit viel zu kleinen Sonderprogrammen versuchen, ein flächendeckendes Problem zu lösen. Wir hatten das Thema Schulinvestitionen ja schon in den letzten Plenarwochen. Da wurde mir von einigen von Ihnen, ich glaube, es war Herr Hahn, der sitzt da vorne, vorgeworfen, es sei eine Unverschämtheit, von einstürzenden Schulbauten zu sprechen. Und wir würden nicht in einer Realität leben. Ich frage mich, Herr Hahn, in welcher Realität Sie eigentlich leben. Denn die Realität in Hessen ist, dass vielerorts den Schulen der Putz von der Decke fällt. Der Putz fällt von der Decke. Schultoiletten befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Turnhallen sind aufgrund der Baufälligkeit nicht mehr benutzbar. Und wenn Sie das Problem kleinreden wollen, dann reden Sie doch einmal mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern und mit den Lehrerinnen und Lehrern. Die scheinen das nämlich besser zu wissen als Sie.
Es gibt in Hessen untragbare Zustände an den Schulen, und das Programm der Landesregierung ist kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann meinen Sie allen Ernstes, es ist die Aufgabe der Kommunen, die schon unter dem genannten Kürzungsdruck und mangelnder Finanzausstattung stehen und leiden, sie sollen ihre Schulen doch selbst sanieren und dann bezeichnen ihre Kleckerprogramme als Zukunftsinvestition. Das ist doch ein Witz, meine Damen und Herren. Hier geht es längst nicht um Zukunftsinvestitionen. Hier geht es darum, die Schäden einer Kürzungspolitik so weit zu beseitigen, dass wenigstens die Fassade wieder hübsch aussieht. Wenn wir in Hessen ernsthaft in die Zukunft investieren wollen, dann wären ganz andere Summen erforderlich. Und dann müsste man auch auf Bundesebene dafür sorgen, dass die Steuersenkungsorgien der vergangenen Bundesregierung, im Übrigen egal unter welcher Flagge, endlich ein Ende haben. Öffentliche Armut in den Kommunen und privater Reichtum sind zwei Seiten derselben Medaille. Besserverdienende und Superreiche müssen sich endlich wieder angemessener an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Und dafür brauchen wir eine Vermögenssteuer, von der sich die SPD leider wieder einmal verabschiedet hat. Denn diese Vermögenssteuer, die würde auch den Ländern zugutekommen. Wer über die Finanzsituation in den hessischen Kommunen spricht, der darf über den privaten Reichtum in dieser Gesellschaft nicht schweigen. Es ist doch auch unredlich, und das geht an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen von der SPD, hier über die Finanznot der Kommunen zu klagen und sich in Berlin nicht glaubwürdig für eine gerechtere Besteuerung einzusetzen. Das muss sich ändern, Herr Kollege Schmidt. Sie haben alle Möglichkeiten. Sie hätten alle Möglichkeiten. Leider nutzen Sie sie nicht. Leider nutzen Sie sie nicht. Dann würden wir auch in Hessen wieder dazu kommen, dass in allen Schulen vernünftiger Unterricht stattfinden kann, dass die Kommunen soziale Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Denn was wir brauchen, das ist ein Politikwechsel, der seinen Namen verdient. Keine Jubelanträge, die den Menschen ein X für ein U vormachen wollen und so tun, als sei alles in bester Ordnung. Wir brauchen keine Drucksachen im Landtag, die Durchschnittszahlen feiern, die ihnen zu Pass kommen, sondern wir brauchen eine Finanzausstattung mit Hilfe einer gerechten Besteuerung, die eine Finanzausstattung aller Kommunen, die dazu führt, dass sie wieder mehr entscheiden können, als nur, welche Leistungen sie als nächstes kürzen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auf der Tribüne unsere ehemaligen Kollegen Christel Hoffmann und Ernst Ludwig Wagner. Herzlich willkommen. Als nächstes hat das Wort Kollege Hahn für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FAZ kommentiert heute im Rhein-Main-Tal, Herr Matthias Alexander, ich zitiere, es dürfte viele Jahrzehnte her sein, dass der Job des hessischen Finanzministers so viel Freude gemacht hat wie derzeit. Thomas Schäfer, ich schweige nur, weil ich der Regierung die Möglichkeit geben wollte, auch zu schweigen. Thomas Schäfer, Klammer CDU, kann sich über sprunghafte Einnahmezuwächse freuen. Von 2010, als das Land 15 Milliarden € einnahm, hat sich die Summe auf sage und schreibe 22 Milliarden € im vergangenen Jahr erhöht. Das ist ein Zuwachs um fast die Hälfte, und das in Zeiten niedriger Zinsen und geringerer Geldentwertung. So viel, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute in der FAZ von Matthias Alexander über die Finanzsituation des Landes Hessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es mutet ja schon ein bisschen abenteuerlich an, lieber Kollege Reul, wenn Sie sich hier hinstellen und erklären, dass die Kommunen in diesem Jahr den höchsten Landeszuschuss bekommen, den sie jemals bekommen haben. Ja, wieso denn nicht? Ja, wieso denn nicht? Was hat denn das mit Regierungshandeln zu tun? Was hat denn das zu tun mit Politikgestalten? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die logische Folge daraus, dass die Einnahmen des Landes Hessen in erheblicher Weise gestiegen sind. Und damit wir konkrete Zahlen haben, ich werde sie in jeder Plenarsitzung immer wiederholen.
die mittelfristige Finanzplanung, die Thomas Schäfer im Jahre 2013 für die Regierung unter der Verantwortung von Volker Bouffier und mir erstellt hat, verglichen mit den Einnahmezahlen von 2013, 2014, 2015, 2016, macht ein Plus von über 5 Milliarden € aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dann die Kommunen so viel Geld bekommen wie noch nie, ist das eine Selbstverständlichkeit und hat überhaupt nichts mit politischer Arbeit zu tun und, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, auch nichts mit der Arbeit Ihrer Regierung. Nichts mit der Arbeit Ihrer Regierung. Deshalb, wir waren überrascht, als wir in der vergangenen Woche gesehen haben und gelesen haben, dass die Union diesen Punkt setzt. Also erst einmal machen wir das in jeder Plenarsitzung. Das ist ja schon das x-te Mal, dass wir uns über die Kommunalfinanzen unterhalten. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der Union nichts Neues einfällt. Ich habe auch irgendwie, lieber Kollege Schmidt, das Gefühl, abgesehen von der Idee mit den Setzpunkten, dass das neu war, dass euch etwas einfällt. Mir fällt ja auch nichts Neues mehr ein bei dem Thema, weil es ist jedes Mal dasselbe. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich sage vielen Dank an die Kollegen von CDU und Grünen. Ich sage vielen Dank an die Kollegen von CDU und Grünen, dass sie in dem ersten Absatz in ihrem Antrag sich lobend über den kommunalen Schutzschirm ausgesprochen haben. Ja, das war eine wirklich vernünftige politische Handlungsweise der damaligen Regierung von CDU und FDP. Das war eine sehr vernünftige. Wir haben gesagt, wir nehmen über 3 Milliarden € Landesgeld, übrigens alles schuldenfinanziert, in die Hand, damit diejenigen 100 Kommunen, die am ärmsten sind, wenn sie denn wollen, freiwillig eine Entschuldung vornehmen können. Und das haben dann auch nicht alle der 100 zunächst genannten Kommunen, aber dann 100 Kommunen oder 99, das weiß der Finanzminister besser als ich, dann auch getan. Ja, das war eine vernünftige Sache, weil wir nämlich durch die Freiwilligkeit und durch die Tatsache, dass mit jeder einzelnen Kommune ein Abbauweg vereinbart worden ist, die Motivation oder, wie der Kollege Schmidt sagen würde, die Empathie auf kommunaler Ebene herausgekitzelt haben. Deshalb war es auch so erfolgreich. Deshalb sind auch viele Kommunen vor Ablauf der Ablauffrist bereits aus dem kommunalen Schutzschirm wieder ausgestiegen, weil sie haben sich da reingekniet. Es war ihr Ding gewesen, die Schulden in ihrer Kommune zu reduzieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und deshalb stimmen wir Ihrem Antrag natürlich nicht zu. Was Sie jetzt machen, ist ein Zwang. Mit den berühmten Erlassen aus der Kommunalaufsicht, dem Rosenmontags und anderen Erlassen haben Sie einen Zwang auf die kommunalen Mandatsträger ausgelöst, der nichts mehr mit Empathie zu tun hat, sondern genau das Gegenteil vor Ort, genau das Gegenteil vor Ort produziert. Und es ist ja jetzt schon anderthalb Jahre her, dass wir alle gemeinsam versucht haben, Kommunallisten aufzustellen. Auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Und jeder von Ihnen hat bestätigt, dass es letztes Mal besonders schwer war, zahlreiche Menschen zu bewegen, auf die Liste einer von unseren Parteien zu gehen, weil sie gesagt haben, ich will nicht fremdbestimmt Kommunalpolitik machen. Wenn ich meine Freizeit dafür zur Verfügung stelle, dann will ich auch Gestaltungsspielraum haben. Das habe ich aber nicht mehr, weil die Steuererhöhungen gerade im Bereich der Gewerbe- und der Grundsteuer vom hessischen Innenminister als Kommunalaufsicht festgeschrieben ist. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier ein Wandel in der Art, wie mit den Kommunen umgegangen wird. Jetzt haben wir gehört, dass alles gut sei. Also jedenfalls haben wir das vom Kollegen Reul gehört. Und wir werden das garantiert noch von der Vertreterin der GRÜNEN und vom Minister hören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir liegt vor und Ihnen allen liegt vor eine Presseinformation des Hessischen Städtetages vom 22.06.2017. Hat die Nummer 12 aus 2017, wer ganz genau mal recherchieren möchte. Das Pikante an der Veranstaltung ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Person. Es ist nämlich der Oberbürgermeister von Rüsselsheim in seiner Funktion als Präsident des Hessischen Städtetages, der meines Wissens auf alle Fälle im Präsidium der hessischen CDU sitzt, wenn nicht gar sogar stellvertretender Vorsitzender ist, der sagt, und ich zitiere jetzt, die hessischen Kommunen haben angesichts gewachsener Aufgaben in den letzten Jahren nur geringe Chancen gehabt, ihre Kassenkredite abzubauen.
Keine Freude lösen dementsprechend steigende Schlüsselzuweisungen bei den Mitgliedern aus, die Soliditätsumlage zu zahlen haben. Mit jeweils 74 Millionen € erwartet diese in den Jahren 2018 und 2019 jeweils wieder eine deftige Finanzierungslast. Zitat Ende. Wie kann man sich denn da herstellen und erklären, den Kommunen geht es gut? Den Kommunen geht es nicht gut. Die Kommunen haben ein Investitionsproblem. Ich will gar nicht mich mit Ihnen darüber streiten, woran das liegt. Viele von meinen liberalen, freidemokratischen Kollegen in örtlichen Gemeinde- und Stadtparlamenten stellen schon seit Jahren und Jahrzehnten die Anträge, man soll nicht alles besonders gut machen. Es muss nicht ein goldener Wasserhahn her. Man muss vielleicht an die Zusammenlegung von Verwaltungen denken. Man muss vielleicht interkommunale Arbeit leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber so zu tun, als wenn die Ausstattung der Kommunen sachgerecht ist, ist falsch. Und das einzige Argument, was der Finanzminister beim KFA hier verwertet hat, war, dass er bei der Range von 70 bis 100 %– die Fachleute wissen, wovon ich rede – eine verfassungsrechtlich offensichtlich richtige Entscheidung getroffen habe, weil das die Thüringer auch so machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man beim Bedarf sagt, aber allerhöchstens darf es 100 % geben, kann das denklogisch nicht richtig sein, sondern es gibt auch Kommunen, die brauchen 105 %. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allein mit dieser Range hat es die Landesregierung von CDU und GRÜNEN erreicht, dass die Kommunen in einer Vielzahl unterfinanziert sind. Meine beiden Fragen deshalb zum Abschluss an die Landesregierung. Gibt es einen zweiten Schutzschirm? Ja oder nein? Die kommunale Familie erwartet diesen kommunalen Schutzschirm. Und meine zweite Frage ist, erzwingt die Landesregierung neue Steuererhöhungen? Oder um es etwas plakativer zu umschreiben, werden endlich sämtliche Automatismen aus den Erlassen der Kommunalaufsicht herausgenommen? Sämtliche Automatismen, die dazu führen, dass die Gewerbesteuer bzw. die Grundsteuer laufend erhöht werden muss. Diese beiden Fragen bitte ich konkret von der Regierung und von der Regierungsfraktion zu beantworten. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich zusammenfassend sagen, geben Sie bitte den Kommunen ihre kommunale Selbstverwaltung wieder zurück. Kein Zwang für weitere Steuererhöhungen dürfen gemacht werden, und es muss eine Grundsteuerbremse eingeführt werden, damit diese Spirale der Steuererhöhungen endlich beendet ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grundsteuer zahlt der Mieter. Die Gewerbesteuer zahlt in aller Regel der kleine und mittelständische Unternehmer. Ist das Industriepolitik? Ist das Standortpolitik? Ist das Gerechtigkeitspolitik von den Schwarzen und den Grünen? Meine Antwort lautet nein. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Goldbach, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte und liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden mal wieder über Kommunalfinanzen. Das ist gut, weil zum einen gibt es dazu viel zu sagen. Zum anderen treibt das offensichtlich doch immer den Blutdruck in die Höhe, zumindest beim Kollegen Schmidt. Aber wir sind jetzt alle hellwach, und das ist schon mal ein guter Anfang an diesem Tag. Seit ich in der Kommunalpolitik aktiv bin, höre ich von der SPD auf allen Ebenen den Vorwurf, das Land sei kommunalfeindlich. Und seit ich in der Kommunalpolitik aktiv bin, konnte mir auf Nachfrage noch niemals ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin sagen, was damit eigentlich gemeint ist. Seit ich im Landtag bin, habe ich einen Erklärungsansatz. Die Genossinnen und Genossen stellen die Landesregierung und die Regierungsfraktionen als Feinde dar, in der Hoffnung, selbst als Freunde wahrgenommen zu werden. Die Kommunen wollen aber keine Kumpel oder Freunde, sondern die wollen eine Landespolitik, die auf Augenhöhe gemeinsam mit ihnen die Aufgaben der Zukunft anpackt und Lösungen entwickelt. Und genau das machen wir. Es ist richtig, dass die Finanzausstattung in der Vergangenheit der Kommunen
nicht gut war. Das hat der Staatsgerichtshof in einem Urteil bestätigt und hat uns klare Vorgaben gegeben, wie wir den Kommunalen Finanzausgleich verändern müssen. Das haben wir gemacht. Das haben wir eins zu eins umgesetzt. Und das Ergebnis ist jetzt, dass die Kommunen Geld vom Land bekommen, und zwar ihrem Bedarf entsprechend. Wir haben zum ersten Mal eine bedarfsgerechte Finanzausstattung der Kommunen. Und, Herr Kollege Hahn, Sie irren, wenn Sie sagen, die Kommunen würden an den Steuernahmen des Landes Hessen quotal beteiligt. Das war eben das alte System. Das ist ja das Schöne am neuen System. Es geht nur noch um den festgestellten Bedarf der Kommunen. Und das Gute dabei ist, die Risiken schwankender Steuereinnahmen in den Konjunkturverläufen müssen die Kommunen nicht mehr tragen, sondern die trägt das Land Hessen. Dieses Risiko übernimmt das Land Hessen für die Kommunen. Und das gibt den Kommunen eine ungeheure Sicherheit und Planungssicherheit für ihre Haushalte. Ein weiterer Punkt. Wir haben jetzt von verschiedenen Rednern gehört und ich bin die erste Rednerin. Von verschiedenen Rednern gehört auch ganz interessant, ist eher ein Männerthema, mir macht es aber auch Spaß. Die Lage der hessischen Kommunen sei schlecht. Durchgehend. Stimmt nicht. Wir haben eine große Spreizung bei der Finanzkraft der hessischen Kommunen. Das ist übrigens auch ein politisches Ziel, das wir verfolgen, diese Schere langsam zu schließen. Deswegen haben wir im KFA eingeführt, dass die sehr starken Kommunen, wie z.B. Frankfurt, etwas in einen Solidaritätstopf einzahlen und die schwachen Kommunen damit unterstützt werden. Auch das ist neu, und das finden wir richtig und angemessen, genauso wie wir das auch im Länderfinanzausgleich haben, dieses Prinzip. Wir haben neben der laufenden Finanzausstattung der Kommunen, also wie können sie ihre Aufgaben bezahlen, noch andere Probleme. Das ist richtig. Und ein Problem sind die Altschulden. Auch keine Frage. Wir haben auf allen staatlichen Ebenen Schulden aufgehäuft. Und es gilt nun, das Schuldenmachen zu beenden, und es gilt, die alten Schulden abzubauen. Alles richtig. Deswegen hat die Landesregierung, und das war noch vor unserer Regierungsbeteiligung, angefangen mit dem Schutzschirm. Und das war ein richtiger Schritt. Den haben wir GRÜNE auch noch aus der Opposition heraus und aus den Kommunalparlamenten heraus angenommen und unterstützt, weil wir gesagt haben, es muss einen Anreiz geben. Und das Gute an dem Schutzschirm ist, das Land hat nicht nur Geld zur Verfügung gestellt, um tatsächlich 2,8 Milliarden € abzulösen, sondern es hat auch gesagt, wir treffen eine Vereinbarung. Denn auf Dauer müssen die Kommunen selbst ihre Haushalte ausgleichen. Also, wir hören hier oft, das Land Hessen sei schuld irgendwie an allem, was gut läuft. Das ist dann den Kommunen zuzurechnen. Aber das ist natürlich Quatsch. Die Kommunen, also kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut. Das ist ungeheuer wichtig. Und deswegen müssen die Kommunen ihre Haushalte ausgleichen. Wir helfen ihnen dabei, und wir schaffen die Rahmenbedingungen dazu. Und das ist die richtige Vorgehensweise. Ich will jetzt noch einmal ganz konkret auf den Antrag der SPD eingehen, weil das ist, wenn man sich das einmal so durchliest, ganz interessant. Also der Punkt 1. Also alleine die Landesregierung ist dafür verantwortlich, dass die Kommunen so viele Kredite aufgenommen haben. Wie gesagt, das haben alle öffentlichen Haushalte auf allen Ebenen gemacht. Und wir wollen gerade jetzt, dass wir haben eine günstige Phase, wir haben hohe Steuereinnahmen, niedrige Zinsen. Jetzt ist der Zeitpunkt, um das zu drehen. Und deswegen wollen wir damit Schluss machen mit der ewigen Schuldenmacherei auf zulasten der kommenden Generation. Das beginnen wir jetzt. Und das ist richtig so. Ganz kurz, Herr Schmidt, zu Ihrem... Kollegin Goldbach, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schmidt? Ach, es ist so interessant, so viel zu sagen. Das möchte ich die Zeit gern selbst nutzen. Vielleicht am Ende, Herr Schmidt, wenn noch Zeit ist. Zu Ihnen wollte ich gerade kommen. Sie haben den Hessischen Städtetag zitiert. Das ist ganz interessant. Und Sie haben gesagt, wir sollten nicht behaupten, er habe Unsinn geschrieben. Nein, das würden wir niemals tun. Die Frage ist nur, was vergleicht denn der Städtetag da? Und das ist ja auch das Interessante bei der Arbeit mit Zahlen. Sie können ja immer aussuchen, was Sie vergleichen. Weil der Städtetag hat 2011 und 2016 gegenübergestellt. Schuldenstand verzeichnet eine Zunahme. Ich stelle mal 2012 und 2015 gegenüber, haben wir eine Abnahme des Schuldenstandes. Also, das kann man machen, wie man will, ohne überhaupt auch nur ansatzweise etwas Falsches darzustellen. Die Frage ist nur immer, was setzt man in Relation zueinander? Also, wir haben auch eine
einen Trend zum Abbau der Schulden zu verzeichnen. Dann schreiben Sie weiter, dass das Land den Kommunen ihre 380 Millionen € pro Jahr vorenthalten habe. Okay, okay. Wir machen doch jetzt hier keine Vergangenheitsbewältigung. Freunde, wir haben so viele Herausforderungen zu meistern. Es liegen so viele Aufgaben vor uns, und gerade in unseren hessischen Kommunen. Die wollen wir doch angehen, statt jetzt auszurechnen. Ich weiß nicht, Sie haben vorhin irgendwas 2009, 10, 11, 12, hätte die CDU irgendwelche Setzpunkte. Ja, was ist das denn? Das ist reine Vergangenheitsbewältigung. Wir blicken nach vorne, wir blicken in die Zukunft. Wir wollen die Zukunft gestalten. Und wenn man dann mal weiterguckt, in Ihrem Antrag, dann steht da etwas von mehr Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, und das treffe überproportional die unteren Einkommensschichten. Dann zitieren Sie, die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Mehrwertsteuer, die seien gestiegen. Ja, und? Ist ja wunderbar, aber was hat das jetzt mit dem Land Hessen zu tun und unserer Kommunalpolitik und überhaupt? Sie zitieren da Zahlen, Sie stellen nämlich steigende Einnahmen dar bei Gewerbesteuer, Grundsteuer, Einkommensteuer, Gebühren, alles durcheinander. Ja, und dann Ursache und Wirkungsprinzip. Wenn wir steigende Einnahmen haben, dann ist das erst einmal gut. Und dann muss man erst einmal schauen, woher kommen die denn eigentlich? Also erst einmal, wer hat denn die Gesetzgebungshoheit über diese Steuern und warum steigen denn diese Steuern? Da müssen wir uns, wenn schon, müssen wir über die Hebesätze reden. Unsere Nivellierungshebesätze sind immer noch unter dem Durchschnitt aller großen Flächenländer. Also damit kommen Sie nicht weit. Deswegen nehmen Sie die absoluten Zahlen. Nur da muss man sagen, wir können ja auch sagen, gut, positive Entwicklungen, die Einnahmen steigen. Also, das ist einfach unredlich. Sie würfeln irgendwelches Zahlenmaterial durcheinander, schmeißen es zusammen, rühren einmal um, und Adam Riese würde sich die Haare raufen. Wir wollen Zukunftspolitik machen. Und es ist nicht damit getan, dass wir den KFA neu aufgelegt haben und dass es den Schutzschirm gibt, sondern wir haben auch noch die beiden kommunalen Investitionsprogramme KIP I und KIP II aufgelegt. Herr Kollege Reul hat es sehr schön dargestellt. Darüber hinaus aber haben wir den Kommunen die Flüchtlingspauschalen immens erhöht, um ihnen auch bei dieser Herausforderung zu helfen und die nötige Finanzausstattung zu geben. Und wir stärken Kommunen im ländlichen Raum, beispielsweise durch die Verlagerung von Verwaltungsstellen. Denn das sind dauerhafte, strukturelle Verbesserungen. Im Dorfentwicklungsprogramm unterstützen wir dabei, die Kommunen, Dorfkerne, Stadtkerne zu erhalten und weiterzuentwickeln. Mit den Wohnungsbauprogrammen geben wir Geld und Impulse für bezahlbare Wohnungen und grünere Städte. Und das sind nur ein paar wenige Punkte, die ich hier aufzähle. Mit einem riesigen Maßnahmenpaket entwickeln wir gemeinsam mit den Kommunen die richtigen Handlungsweisen, die richtigen Lösungsansätze, um unsere Kommunen fit für die Zukunft zu machen. Dazu gehört sicherlich auch, das Problem der hohen Kassenkredite anzugehen. Das werden wir als Nächstes angehen. Und auch hier werden wir mit der kommunalen Familie gemeinsam eine gute und tragende Lösung finden. Danke schön. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Schmidt. Frau Kollegin Goldbach, ich würde Sie gerne mit noch einmal einer Fragestelle konfrontieren. Sie haben leider meine Zwischenfrage nicht zugelassen. Deswegen will ich Sie noch einmal fragen. Sie haben gesagt, was soll das Vergangenheitsbewältigung, das ich aufgezählt habe, die Defizite in den Jahren 2009 bis 2015. Und sagen, das sei Vergangenheitsbewältigung. Aber das große Problem, Frau Goldbach, ist doch, dass diese Defizite sich umgeschlagen haben in Schulden und dass die hessischen Kommunen zum heutigen Tage diese Schulden abtragen müssen und sie sie nicht abtragen können. Deswegen ja der Minister, der Innenminister und der Finanzminister darüber nachdenken, wie man zum Altdefizitabbau kommt, meine Damen und Herren. Deswegen ist es keine Vergangenheitsbewältigung, sondern diese negative Entwicklung ist doch geronnen in Schuldenstände in Höhe von 18 Milliarden €, Frau Goldbach. Damit müssen wir uns doch auseinandersetzen. Zweite Frage, zweite Auseinandersetzung.
Sie sagen, na ja, Vergangenheitsbewältigung, das mit den 344 Millionen €. Aus einer Kleinen Anfrage des Kollegen Warnecke und anderer geht hervor, das ist die Antwort der Landesregierung, dass alleine dadurch, dass der kommunale Finanzausgleich gekürzt worden ist, alleine 2 Milliarden € zusammengekommen sind, die den Kommunen in diesem Zeitraum vorenthalten wurden. Daraus ist der Schutzschirm bezahlt worden. Das haben Sie auch einmal kritisiert von den GRÜNEN. Warum stehen Sie nicht mehr zu solchen Dingen, die Sie in der Vergangenheit kritisiert haben? Und ganz zum Schluss und zum Letzten, wie können Sie die besonders negative Entwicklung in Hessen, im Vergleich zu anderen Bundesländern erklären? Das muss doch etwas mit Politik zu tun haben. Entweder ist es ein Kollektivversagen der hessischen Kommunen, das scheint Ihre Meinung zu sein. Unsere Meinung ist, dass die Landesregierung damit etwas zu tun hat, weil sie in den vergangenen Jahren anders als alle anderen Bundesländer in Deutschland die Kommunen in Hessen unzureichend unterstützt hat. Kollegin Goldbach, wollen Sie erwidern? Kolleginnen und Kollegen, wie Sie feststellen, ist der Ministerpräsident heute doch anwesend. Das beruhte auf einem Fehler in meinen Unterlagen. Er ist morgen ganztägig entschuldigt und deswegen heute im Plenum. So, dann können wir in der Debatte. Dann können wir in der Debatte fortfahren. Und das Wort hat Finanzminister Schäfer. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Hessische Landtag wird hier gelegentlich sehr dafür gelobt, dass er sich ein Maß an farbenfroher Debatte liefere, die man vielleicht in anderen Parlamenten so nicht vorfinde. Gelegentlich wird aber auch sehr schwarz-weiß argumentiert in einzelnen Beiträgen der Diskussion. Und, Herr Kollege Schmidt, das ist ja eigentlich immer so in Ihren Vorträgen. Wenn etwas nicht so gut läuft, dann ist es die Regierung. Wenn es dann gut läuft, hat die Regierung damit gerade gar nichts zu tun. Dann war es die SPD vor 30 Jahren. Da würde ich mir wünschen, da freut sich sogar Kollege Rudolph, der war nämlich damals schon dabei. Also insofern alles gut. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das Thema taugt natürlich auch zu der Frage sozusagen parteipolitischer Profilierung. Natürlich ist die Situation immer so, dass die jeweils Regierenden sich mit der Situation der kommunalen Familie aus der praktischen Verantwortung heraus immer etwas konfrontativer auseinandersetzen müssen, weil Kommunale, die vom Land und vom Bund nicht mehr Geld haben wollen, sind denklogisch ausgeschlossen. Und die jeweilige Opposition tut sich natürlich etwas leichter, sich daneben zu stellen und die jeweilige Rollenverteilung zu kritisieren. Ich glaube aber, dass Wahlereignisse der Vergangenheit durchaus gezeigt haben, dass das nicht zwingend immer nur durchschlagende Wirkung haben muss. Ich kann mich erinnern an die Aussage eines sehr erfahrenen, den Sozialdemokraten angehörenden, herausragenden Repräsentanten eines kommunalen Spitzenverbandes, der auf die Frage, was er denn glaube, was sich ändere, wenn seine Partei im Land regieren würde, gesagt hat, er glaube, dass sich nicht viel ändern würde, außer dass er mit denen, die ihm das Geld wegnehmen würde, per Du sei. Das, glaube ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, beschreibt ein bisschen die Ausgangslage, vor der wir diese Debatte führen. Zur Sache. Ich glaube, wir haben gemeinsam Anlass, und zwar unabhängig davon, wem wir den jeweiligen Verursachungsbeitrag zubilligen, dass die hessischen Kommunen im Jahr 2016 erstmalig seit längerer Zeit wieder geschafft haben, einen positiven Finanzierungssaldo zu schreiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür haben wir eigentlich alle gemeinsam Anlass, uns zu freuen. Wenn Sie dann wieder genauer hinschauen, wer zu welchem Zeitpunkt schon einen solchen Finanzierungssaldo hatte, dann sieht man, unabhängig von der Frage, ob man den Schutzschirm jetzt für gut oder für schlecht gehalten hat, aber jedenfalls an den objektiven Zahlen, dass die Schutzschirmkommunen, obwohl sie aus vergleichsweise sehr viel schwierigeren Grundvoraussetzungen aus herkamen, diesen positiven Finanzierungssaldo sehr viel früher erreicht haben.
nämlich bereits 2014 mit deutlich über 100 Millionen €, 2 Jahre früher als der Rest der Kommunen. Spricht jedenfalls von den Zahlen her ein klein wenig was dafür, dass der Schutzschirm eine gewisse Wirkung in den Kommunen gehabt hat. Ob das jetzt sozusagen als Opfer einer Erpressung, wie Herr Kollege Schalauske, wo ich mich nicht erinnern kann, dass er an einem der Gespräche mit den Kommunen je beteiligt gewesen wäre, oder aber ob es war, dass die jeweiligen Kommunen ihre Verantwortung wahrgenommen haben und entsprechende Programme aufgelegt haben. Trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist alles andere als die Arbeit beendet. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation, und da hat Kollege Hahn völlig recht, dass wir die Gelegenheit nutzen müssen, zu schauen, Frau Goldbach hat auch nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wir die gute konjunkturelle Lage, die gute Zinslage nutzen müssen, um mit den Altdefiziten umzugehen. So, darüber sind Peter Beuth und ich mit den kommunalen Spitzenverbänden in einem engen Dialog, und wir sind nicht ganz wenig zuversichtlich, da am Ende eine gemeinsame Lösung zu erzielen, die es ermöglicht, dort eine langfristige Perspektive zum Abbau der Altkassenkredite leisten zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass das notwendig und wichtig ist. Aber, meine Damen und Herren, da ist es zu kurz gesprungen, einfach pauschal zu sagen, den Kommunen geht es gut, den Kommunen geht es schlecht. Das wird den wahren Strukturverhältnissen in diesem Land alles andere als gerecht. Ich habe mir mal die Zahlen von 4 hessischen Kommunen herausgeschrieben. Da zeigt ein bisschen was, wo die Strukturprobleme liegen können. Sie nehmen Sie mal Neu-Isenburg. Neu-Isenburg ist in der Finanzkraftstatistik des Landes auf Platz 7 von 421, eine der extrem steuerstarken Kommunen in unserem Land. Trotzdem haben Sie es geschafft, einen Kassenkreditbestand von ungefähr 10 Millionen €, umgerechnet gut 270 € je Einwohner zu haben. Nehmen Sie Königstein, auch nicht zwingend für kommunale Armut bekannt. In der Finanzkraftreihenfolge, meiner Statistik sind 10, aber können wir nachher noch einmal klären. In Königstein haben wir Platz 28 von 421 und 8 Millionen Kassenkredite, 488 € je Einwohner. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der anderen Seite, also relativ einnahmenstarke Kommunen mit einem relativ soliden Kassenkreditbestand. Auf der anderen Seite nehmen Sie die Gemeinde Breitenbach am Herzberg. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon einmal da war, wunderschöne Burg. Platz 412 von 421 in der Finanzkraftreihenfolge, also relativ weit hinten. Kassenkredit null. Nehmen Sie die Gemeinde Rahsdorf im Kreis Fulda, Platz 402 von 421, Kassenkredit null. Also muss es doch offenbar zu der Frage, warum es Altdefizite, Kassenkredite gibt, nicht nur die Pauschalantwort, weil die da oben irgendwie schuld sind, geben, sondern sehr, sehr individuelle Ursachen von verantwortlichem Umgang mit kommunalen Finanzen vor Ort geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Und das zeigt aber, dass jedenfalls mit sehr pauschalen Ansätzen die guten Kommunen, die schlechten Kommunen, die faulen, die fleißigen Kommunen keinen Meter weiterhilft, sondern wir müssen wiederum das tun, was wir beim Schutzschirm schon sehr erfolgreich gemacht haben, die Finanzsituation jeder einzelnen Kommune individuell anzusehen, um jeweils eine individuell angemessene Lösung dafür zu finden, wie mit den Altdefiziten der Vergangenheit für die Zukunft umzugehen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist anstrengender, als Plakatreden im Landtag zu halten. Das ist aufwendiger, als mit sozusagen Pauschalbehauptungen durchs Land zu ziehen. Sondern das ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber, meine Damen und Herren, das lassen Sie mich noch hinzufügen. Ich habe mich ja der Mühe unterzogen, jeweils Schutzschirmkommunen zu besuchen, mit den Bürgermeistern, den Gemeindevertretern Gespräche zu führen, aber auch mit Vereinen, Bürgern und Ähnliches. Was mir sehr häufig begegnet ist, auch in besonderer Weise von Bürgermeistern, die jetzt nicht meiner politischen Blutgruppe angehören, dass sie gesagt haben, wir waren am Anfang extrem skeptisch über den Schutzschirm.
Wir hatten Angst, dass uns von außen aufgegeben wird, die Lichter auszumachen. Wir haben dann doch unterschrieben, weil wir an die Chance geglaubt haben. Und wir sind jetzt unglaublich froh, dass wir es gemacht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie sich anschauen, was in den Kommunen noch geleistet worden ist, in Anführungsstrichen, obwohl sie sich unter dem Schutzschirm befanden, ich füge für meinen Teil hinzu, weil sie die Möglichkeit des Schutzschirms genutzt haben und sich neue Perspektiven und Spielräume erarbeitet haben, mit denen sie nun in der Lage sind, wieder Investitionen auch für weitere Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb lassen Sie mich zusammenfassen. Wir haben in den letzten Jahren aus schwierigsten Ausgangspositionen nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise mit gemeinsamen Anstrengungen rund um den Schutzschirm, rund um den neuen kommunalen Finanzausgleich, rund um die verschiedenen Investitionsprogramme erhebliche Beiträge dazu geleistet, dass die Lage auf der kommunalen Ebene besser geworden ist, deutlich besser geworden ist. Dass dort noch viele Probleme zu lösen sind, das ist auch wahr. Wie wir unsere Probleme auch für die Zukunft zu lösen haben, gilt das für die kommunale Ebene gleichermaßen, aber auch für die gemeinsame Verantwortung für die Probleme mit den Altschulden der Vergangenheit. Und seien Sie versichert, wir werden mit der kommunalen Familie eine gemeinsame Lösung finden, die vielleicht nicht jeden restlos zufrieden lässt. Aber beim Schuldenabbau nur zufriedene Gesichter zu sehen, wäre jedenfalls in meiner politischen Biografie auch eine gewisse Premiere. Aber seien Sie versichert, meine Damen und Herren, wir finden eine Lösung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit sind wir am Ende der Debatte. Es soll über die beiden Anträge abgestimmt werden. Gut, dann lasse ich zunächst abstimmen über Tagesordnungspunkt 28, Drucksache 19/4921 aus 19. Wer ihr seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen. Gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von SPD und der LINKEN. Enthaltungen. Bei Enthaltung der Fraktion der FDP ist die Drucksache 19/4921 aus 19 angenommen. Ich lasse abstimmen über Tagesordnungspunkt 40, Drucksache 19/4968 aus 19. Wer dieser Drucksache zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD und der LINKEN. Gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von Bündnis 90 die Grünen und der CDU und Enthaltungen der FDP. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.